So, willkommen zurück zu Assassin Valhalla. Wir gehen mal rüber und sprechen jetzt mal mit Sealberg. Das würde ich nicht für einen eigenen Zeitzweck. Was soll das? Damit haben wir erstmal Frieden geschlossen, würde ich fast behaupten. Wo verflucht hat sich Chilbert nur herum? Irgendwer muss es doch wissen. Der blutige Weg zum Frieden. Okay. Was siehst du, alte Freundin? Kundegebiet. Mit den Wachen soll ich sprechen. Warum schreien denn alle so? Hast du Chilbert gesehen? Was kümmert es mich, wann der Ätherling kommt und geht? Frag jemand anderen. Okay, nicht sonderlich freundlich, würde ich fast behaupten. Ja, vielleicht den mal fragen, warte mal. Ich suche nach Chilbert. Hast du ihn gesehen? Als ich ihn zuletzt sah, schärfte er Pfeilspitzen. Okay. Eva, es ist vollbracht. Frieden, ja? Und jetzt scheißen sich alle vor Glück in die Hose. Wenn nicht vor Glück, dann vor Erleichterung. Hast du Chilbert gesehen? Ich will ihm die frohe Kunde erzählen. Er wollte vorhin mit mir jagen gehen. Doch ich war nicht in Stimmung. Du bist nie in Stimmung, oder? Hey, Eva! Hast du Chilbert gesehen? Mein Bruder hat ihn gesehen. Ja, da beschläft er. Der ist sternhagelvoll, was? Um den Frieden zu feiern. Hat schon früh angefangen. Wach auf! Hm? Wo ist Chilbert? Chilbert? Ja. Hat niemand hier Chilbert gesehen? Nur Erdränger. Und du wirst warten müssen, bis er ausgenüchtert ist. Betrinkt er sich oft so dermaßen? Bei allen Göttern, ja. Zweimal die Woche. Einmal 3 Tage lang, einmal 4 Tage lang. Und sonntags doppelt. Und wenn du ihn schnell ausnüchtern musst, was machst du dann? Behalt es für dich, aber ab und zu, wenn ich mit ihm reden musste, habe ich ihn in einen See geworfen. Das ist ein Versuch wert. Genau. Irgendwie muss ich den Trunkenbold doch wecken können. Dann packen wir den und jetzt ab in den See mit dir. So. Du willst es ja nicht anders. Brenne ich? Ich brenne! Was? Wer brennt? Vielleicht brennst du ja hier. Okay. So. Ja? Bist du jetzt wach? Der war gut, ey. Okay. Du hättest mir fast die Beeren vom Strauch gebrannt! Ich suche nach Chilbert. Und deshalb soll ich brennen? Bei Suts Feuerschwert! Wenn's dir so wichtig ist, der kleine Halbstarke ist Wildschweine jagen gegangen. Ja, das weiß ich. Aber wo genau? Richtung Süden. Mehr weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich dem Fluss in Richtung Wald gefolgt. Das reicht für den Anfang. Danke. Richtung Süden, das wäre jetzt Süden. Der ist einfach dem Flusslauf gefolgt. Na gut, aber wir können ja mal in den Wald ist er gegangen, Richtung Süden. Vielleicht hier, wer weiß. Ich weiß es ja nicht. Müssen wir ausprobieren, wo wir denn da. Für denn das. Eventually. Richtung Süden.
Wenn du dem Fluss folgst, also... Ja. Fluss folgen heißt ja... Der Fluss geht ja hier durch. Geht hier rüber, hier rüber. Es kann sein, dass er irgendwo ja hier ist. So. Den habe ich aber voll erwischt, du. Hier, Schufe. Also, verstehe es selber nicht gern. Und dann verschwindet das Wasser da im Fels, okay. Also muss er doch irgendwo hier sein. Hilf mir, sei meine Augen. Die Hütte brennt immer noch da oben. Ich weiß ja nicht, welchen Wald. Den Wald. Ah, da hinten. Oder? Sehe ich das falsch? Ne, da war was. Ah, doch, ein Wolf. Ah, jetzt muss ich nicht die Männerwelt trainieren. Zum Schlafen gehen, Wölfchen, ja. Ich suche noch immer nach diesem... Also hier kann ja sein, dass er hier ist, ne? Oh, im Süden kann aber auch hier sein. Ja, ich würde eher sagen, hier in dem Waldstück. Ja! In den Wald hinein, okay. Wo willst du denn sein? Strecke deine Flügel, Sühnen. Er kann aber auch hier sein, ne? Oder da hinten? Hm. Gute Frage. So, wir gucken einfach mal. Wir werden sehen, was passiert. Was wir finden können. Aber scheint nicht so zu sein, als wäre der hier. Ja. Südlich. Südlich von Dings. Also südlich von... Das ist jetzt Nord... Südlich, das muss hier unten sein. Ich kann mir das nicht anders vorstellen als da unten. Hier, Westport, jetzt südlich davon. Wo mag der denn sein? Eventuell hier? Bären gehört, meine ich. Ah. Aber alles nix. Jetzt können wir das Gebiet aufnehmen. Flieg, Freundin. Da hoch. Komm. Sag mal, wo der ist. Der ist doch nicht da in die Höhle hineingegangen, oder? Die ich nicht gesehen habe. Obwohl ich hier gewesen bin. Okay. Ach, da ist also eine Höhle. Komm hoch.
So. Ach, der Flieger da. Da sind Wölfe und alles. Was ist hier geschehen? Das sieht nicht gut aus. Okay, im Kampf geht's natürlich nicht. Der hat bestimmt gegen die Wölfe gekämpft. Ah, der Controller ist wieder. Nein, nicht jetzt, nicht jetzt. Ah, so. Okay. Fertig machen. Sehr schön. Wir können jetzt wieder hoch, warte mal. Ja. Blut. Von Gilbert oder von einem erlegten Tier? Eins von beiden. Gehen wir da rein. Nehmen wir die Fackel mit. Nächster Hinweis. Da liegt Gilberts Bogen. Wieso? Wölfe hier überall. Ah, warte mal hier. Zack. Ah. Aufheben muss ich es trotzdem noch selber, ne? So, komm. Wo geht's hier entlang? Das ist bestimmt eine Riesenbestie. Oh. Hat denn etwa der Wolf in die Höhle gezerrt und will ihn jetzt verfüttern? Tierspuren und Blut. Nicht von einem Schwein. Ein Wolf, der etwas durch den Dreck gezogen hat. Ach, sag mir nicht, dass der jetzt hier bewegt. Bewegt mal das Teil. Da ist der Schürbert. Ich sehe den. Junge, Junge, Junge. Da hat der Wolf aber dich. Bei freies Tränen. Schwer verletzt. Gilbert, du lebst. Bleib ruhig. Du bist schwer verletzt. Ein Drache auf dem Griff. Götter. Das bretonische Wappen. Atme weiter, Junge. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bringe dich zu den anderen, um dich zu verabschieden. Wir hätten das nicht riskieren dürfen. Ich bring dich zu den anderen. Ganz vorsichtig. Die haben uns verraten. Ich hab's gewusst. Okay, warte. Ich muss noch ein paar unterwegs ein paar Dings plündern. So, Gilbert. Gleich haben wir es. Atme. Dir bleibt nicht viel Zeit, dich von den anderen verabschieden. Wir hätten noch auf Iva hören sollen. Mach dir keine Sorgen, spring uns schnell dahin. Schone deine Kräfte. Würde ich gerne machen, aber ich gucke mir gar nicht hier durch. Was? Nicht, dass wir jetzt hier nicht durchkommen.
geht doch gar nicht. Ich kann ihn doch nicht hier liegen lassen. Ich muss doch mit denen da durch. Das geht aber nicht. Es gibt ja noch einen anderen Ausgang wahrscheinlich dann, ne? Als den, den ich jetzt hier nehmen wollte. Aber ich sehe keinen. Der ist nur Lichtflutung. Wie komme ich denn jetzt da raus? Gab's hier nochmal einen? Ich hier was übersehen? Aber irgendwie nicht, oder was? Verstehe ich das jetzt richtig? Ja, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich verstehe den Sinn wieder jetzt nicht dahinter. Natürlich. Es gibt immer einen Weg. Eivor, ich... Also. Ruhig, Gilbert. Wir sind bald unter Freunden. Komm her, wo bist du denn? Warte, 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 ablegen. Hier! Das geht schneller. Einfach atmen, Gilbert. Wir sind gleich da. Wir verpassen nichts, komm. Los! Uiuiuiui. Warum habt ihr den alleine gelassen? Ich brauche Hilfe! Eva! Bei der Hand Thors! Eivor, was ist geschehen? Nein. Nein! Du törichter Junge, was hast du getan? Ich habe ihn tief in einer Höhle gefunden, von Wölfen umringt. Eivor. Ruhig, Bursche, ganz ruhig. Eivor. Gib mir eine Axt, und zwar sofort! Eivor, er ist tot. Oh, jetzt gehen wir doch in den Krieg. Eine Axt! Sein Gott wird ihn zu sich nehmen. Auch ohne Axt. Dann geh du zu deinem Gott, Junge. Und ich singe für dich in Valhall. Das war kein Wolf. Sag mir, was geschehen ist. Das war die Breton, das war. Das waren Breton. Diese Klinge steckt in seiner Brust. Ein bretonischer Dolch. Rodri! Aber warum? Du hast seinen Bruder ermordet. Dachtest du, er würde es dabei belassen? Ich hab dir gesagt, wie hinterhältig er ist. Frieden war nie sein Ziel. Ja. Er will Blut für Blut. Bischof Diorlaf! Hier drüben! Die Mauern seiner Feste vermögen ihn nicht zu schützen. Ich treibe ihm diesen Dolch in die Lunge. Dann müssen wir uns beeilen. Zuschlagen, ehe Rodri mit dieser Heimtücke davonkommt. Diesmal keine Gnade, Wolfsmal. Diesen Dunghaufen Leofrid hast du verschont. Rodri kommt nicht davon. Das schwöre ich. Gütiger Gott, was ist geschehen? Ja. Gilbert! Ermordet. Möge der Herr, der dich von der Sünde befreit, dich retten und zu sich nehmen. Schick die Leiche zu seinem Vater. Er wird ihn köstlich bestatten wollen. Königin Angarad sagte, Rodri hätte sich in der Feste Kaustow verschanzt. Das war entweder eine Lüge oder ein Versehen. Wir sollten es herausfinden. Wir können unweit der Feste ein Lager aufschlagen und sie gemeinsam auskundschaften. Lass uns gehen. Plan. Wir gehen sofort. Gut. Und denk dran, Rodri gehört mir.
Okay. Ist das der Rodri gehört ihm. Königstöter. So, auf geht's. Hey, das ist doch nicht nötig.